Willkommen hier zu einer neuen Map-Vorstellung der Karte Länder der Extreme Dura oder wie die heißen soll. So komisch, ich habe es immer mit Google mal übersetzt. Klingt ein bisschen eigenartig, aber ist ja egal. Gefallen muss ein und sieht ein bisschen interessant aus. Hat 67 Felder. Schauen wir mal gleich mal die PDA an. Wie wir ja sehen, besitzen wir hier zwei der Felder. Dann haben wir hier 2, 4, 5 Verkaufsstellen, wie wir ja sehen. Und sieht nach Standardfrüchte hier auch aus. Schauen wir mal gleich, ob wir haben Verträge. Ja, Verträge können wir hier machen. Tiere haben wir noch keine. Gehen wir jetzt mal hier rein und warte mal, hier wollte ich rein. Ich wollte den Intervall das ausschalten, weil das brauche ich nicht. Und ja, dann schauen wir jetzt als nächstes natürlich uns an, was wir hier haben als Startfahrzeuge in der Garage. Wie wir ja sehen, haben wir hier einen kleinen Drecker, dann einen mittleren Drecker von der Marke Fendt, dann haben wir einen kleinen Drescher, dann haben wir hier einen kleinen Hänger, finde ich ganz praktisch. Dann haben wir auch ein passendes Schneidwerk für uns, einen Drescher, dann hier einen Flughammer, dann haben wir einen Grobherr, eine Sämaschine, dann haben wir hier eine große Kuhweide in einem großen Schweinestall, dann haben wir hier einen großen Pferdestall, also wir haben alles, glaube ich, groß, großer Hühnerstall haben wir auch da. Dann haben wir ein großes Silo, mittleres Fahrsilo, Wassertanken, Kercher. Also wir haben schon relativ viele Sachen. Dann schauen wir auch mal an, ob wir haben gemietete Sachen. Nein, gemietete Sachen haben wir keine. Hier sind wir am Join-Punkt. Schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe die Karte noch nicht angeschaut, aber schauen wir uns mal an. Bin noch nicht drüber geflogen oder so. Denke mal, ja, haben wir Wassertank, haben wir hier sogar in der Halle drin stehen. Hier die ganzen Sachen ordentlich reingestellt. Haben wir ja auch uns einen Kercher hier drin. Nein, der ist, er Deko oder geht er? Oder geht er nicht? So. Ah doch, geht. War nur falsche Taste. Passiert ab und zu mal, dass man falsche Taste erwischt. Dann haben wir hier, geht es zu die Tiere. Da haben wir hier unseren Silo. Steht auch noch ganz groß drauf. Silo. Also einlagern, auslagern. Oh, dann laufen wir mal vor uns und unsere Viecher mal. Haben sie einen 3D-Feldweg hier verbaut, wie wir hier sehen. Ist nicht ganz so schön geworden, wie man ja jetzt unschwer auch erkennen kann. Dann sehen wir jetzt hier so her, das hätten sie das im Boden hier anheben müssen. Aber es ist ja auch noch die V1, vielleicht tun sie das ja ändern, aber Nachteil ist dann, ja, wenn sie das dann ändern, dass sie dann wahrscheinlich neuen Spielstand braucht. Hier haben wir wieder hier stehen, also hier sind die Tiere, dürften hier vielleicht die Pferde sein. Machen wir das mal an, dass wir das alles sehen. Ich habe hier mal den Global-Mod reingetan, weil meistens kommt dann die Meldung, ja, du brauchst dann diesen Mod dafür, für die Karte. So, haben wir jetzt hier mal das Tür aufgemacht. Schauen wir mal hier vorne, hier wird das wahrscheinlich das Tiermenü sein, ja. Hier können wir unsere kleinen Ponys kaufen. Ich sage einfach mal spaßhalber Ponys dazu, es sind gar keine Ponys. Und können sie auch wieder rauslassen. Dann schauen wir mal kurz mal in die Lok mal rein. Ja, sieht so das fehlerfrei aus. Wir schauen das gleich noch hier durch, dass wir können natürlich die Karte aus der Lüfte uns anschauen können. Weil vom Boden sieht man nicht so besonders viel. Aber wir schauen dann noch natürlich zu den anderen. Oh, die haben mitbekommen, dass ich das Tor aufgemacht habe. So. Wir haben die Tränke, das alles hier. Jo. Ich mag euch auch. Was haben wir jetzt hier? Nein, hier haben wir kein Tiermenü. Die Schweine haben wir hier drüben. Dann wird das Tiermenü hier vorne. Ja, hier haben wir unser Tiermenü von der Insel Schweine. Schauen wir mal, ja, laufen hier auch rum, sind alle glücklich. Dann kommen wir wahrscheinlich hier hinten zu unserer Kuhweide natürlich hin. Laufen wir mal einen Schritt schneller. Hier haben wir hier unsere Halle. Es geht ganz schön auf die Augen. Hier haben wir unsere Milch schon mal hier. Die Kübel da stehen, die Bundeln. Hier haben wir unser Tiermenü.
Also, dann nehmen wir hier ein paar Kühe. Das sind ja hier, wenn wir sehen, ja so für mich eher so Standardgebäude. Aber passt soweit das alles, wie wir hier sehen. Schauen wir uns jetzt die Karte mal von oben her an. Da haben wir so eine Art wie eine Plantage hier so verbaut als Deko oder was. Sicherlich Bäume wieder, was man nicht fällen kann. Dann haben wir hier wieder einen 3D-Feldweg hier verbaut. Dann haben wir hier oben wahrscheinlich unseren Händler. Haben auch einen Kreisel eingebaut. Ja, wie man sieht, hier ist Gelände auch ein bisschen uneben. Nein, ist nicht Händler. Das ist jetzt eine Verkaufsstelle oder was das ist. Kannst du das auch nicht aufmachen. So. Ich wäre auf Händler gekommen, aber ist doch nicht der Händler. Ja. Ich bin nur nach der Farbe gegangen. Aber das Gelände so her sieht schon mal irgendwie interessant aus. Hier mit der ganzen Textur so her. Hat was an sich. Hier haben wir wieder unseren Hof. Hier haben wir uns so eine kleine Siedlung. Mit dem Gewässer. Also das finde ich, sieht auch wieder richtig schick aus. Ah, da haben wir hier unseren Händler. Hm. Haben sie einen John Deere Händler hingetan. Haben sie diese ganzen Tricker draußen getan. Wenn wir jetzt sehen, der funktioniert schon mal. Das hier genauso. Dann schauen wir mal, hier haben wir uns einen Geldautomaten. Dann schauen wir noch mal ganz kurz mal hier, das sehen wir auch hier vorne her. Da haben wir jetzt hier unseren Trigger hier, um die Fahrzeuge zu richten. Man sieht hier so nach hinten her auch also so Kollisionen. So. Jetzt sind wir hier so her, wo du überall nicht durchfahren kannst. Das ist alles rot. So her. So, dann schauen wir uns die Karte weiter mal an. Da haben sie wieder ein Stückchen 3D-Feldweg verbaut. Finde ich ja super Sache. Das ist sowas verbauen. Das ist schon relativ alt. Na, schauen wir mal hier. Haben sie hier so ein Rohr reingetan. Das finde ich auch nett als so Überfahrt so her. Die Felder, wie du ja siehst, sind klein, unförmig. Ich finde sowas toll. Das sind für welche, die was gerne also alleine spielen und nicht jetzt stundenlang auf ein Feld rumgammeln wollen. Dann haben wir jetzt hier jede Menge kleine Felder. Also hast du viel Abwechslung. Man kann jetzt zum Beispiel hier die zwei zusammenlegen. Dann hat man ein kleines größeres Feld. Das finde ich ja auch nicht schlecht. Aber hat was Besonderes an sich schon die Karte, so die Machart. Ich finde das toll. Hier haben wir unser Fahrsilo. Die Hühner habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gesehen. Hier haben wir wahrscheinlich unser Heizkraftwerk, wenn du Hackschnitzel machen möchtest. Und ich denke mal, hier haben wir die Schafe. So, jetzt muss ich mal wieder mal langsamer stellen. Ups. So. Da haben wir jetzt unser Menü Schafe. New player entered. Und was schauen wir mal jetzt denn nochmal hier so her? Davon haben wir die Schweine gehabt. Hühner habe ich noch keine gesehen. Das gefällt mir auch relativ so gut, wenn man so hier die Vegetation sieht. Das hat was an sich. Mich würde jetzt interessieren, haben sie jetzt hier auch einen Schlamm verbaut? Hier haben sie so einen Tüppel da. Ist sehr nett. Wir können jetzt eines machen. Wir tappen mal einfach hier in so einen Trecker mal rein. Und fahren dann natürlich los. So. Da sieht man hier, dass er auf die Wege, wenn man hier so dahin fährt. Ich weiß ja eigentlich gar nicht, wo ich hinfahre, aber ist ja wurscht. Ich wollte jetzt eigentlich mal nur da hinten hin und mal schauen,
Schauen wir einfach mal, wer fällt ein. Blenden wir mal aus wieder. Brauchen wir nicht. Ob das da drüben Schlamm ist. Oder ob sie das einfach nur so hingemalt haben. Nein, ist kein Schlamm. Schade irgendwie. Wäre ja eigentlich auch toll, sowas. Jedenfalls haben wir hier irgendwie so eine warme Region, da wo wir Palmen haben. Hat irgendwie so ein Flair wie, kann man sagen, beinahe hier so wie Meran und so. Oder Spanien. Es fehlen ein bisschen hier die Zypressen, fehlen dann. Das wäre ja dann optimal hier so. Was mit Iran ist. Ja, so gesagt. Ja, also ich finde schon mal der Eindruck von der Karte schon mal interessant. Ganz so Fall. Mein Fall ist es jetzt denn nicht so her. Ja, wenn euch hier das Video gefallen hat, ja. Und schaut es wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Ich wünsche euch noch hier einen schönen Feiertag. Heute sind ja drei Heilige Könige. Ja, mein Urlaub ist leider vorbei. Muss jetzt dann wieder ab morgen arbeiten. Das schaue ich schon, also dass ich also meinen Kanal schon aktiv halte. Und wenn nicht also vier Videos am Tag kommen, aber es kommen schon Videos. Das auf alle Fälle. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Franz.